So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Crispy Rider. In diesem Video soll es um den Aufbau und die Technik als solche von einem Motorrad gehen. Wir gehen sowohl über den mechanischen Aufbau als auch zu den Technik und den ganzen Sachen, wie man die benutzt und wie man die einsetzt. Deswegen würde ich erstmal sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Aufbau eines Motorrades als solches an. Natürlich, zwei Reifen ist klar, Motorrad wird über eine Kette angetrieben, das hier ist der Motor. Ich habe jetzt einen Vierzylinder mit 650 Kubik. Der Motor geht in ein Getriebe, das Getriebe geht auf ein Ritzel, da läuft die Kette durch, die Kette geht auf das Ritzel und das wird das ganze Ding angetrieben. Wir haben hier noch einen Wasserkühler und alles mögliche, soll aber irrelevant für Fahranfänger sein, da könnt ihr euch eh besser belesen bei Leuten, die mehr Ahnung haben als ich. Natürlich habt ihr vorne und hinten eine Bremse, das ist ganz wichtig, aber kommen wir jetzt zu den Bedienelementen eines Motorrads. Das hier linksseitig ist die Kupplung. Wichtig dabei ist, der erste Gang ist, ihr schaltet nach unten, also ihr drückt, also ich bin jetzt gerade neutral. Wenn ihr nach unten schaltet, jetzt werde ich im ersten Gang sein, jetzt komme ich auch nicht mehr runter. Das ist der erste Gang, in dem fahrt ihr an. Wenn wir den wieder leicht nach oben ziehen, haben wir neutral. Jetzt bin ich wieder im Neutral drin, jetzt ist alles gut. Wenn wir den weiter nach oben ziehen, jetzt dürfte ich eigentlich im zweiten sein. So ist es aufgebaut und alle Gänge, die gehen dann immer weiter nach oben. Also jetzt dann 3, 4, 5, 6. Mache ich jetzt aber nicht. Doch, jetzt bin ich wieder im ersten, also war ich gerade nicht im, ist ja auch egal. Ja, bei dem Motorrad ist er tatsächlich, wie gesagt, so ausgeschaltet, dass der erste unten ist, dann kommt neutral und dann der zweite. Ihr braucht aber eigentlich keine Sorgen haben, dass wenn ihr beim Fahren hochschalten wollt, dass ihr Auto aus Versehen in neutral kommt. Denn normalerweise ist das so, wenn man ein bisschen mehr Kraft gibt beim Hochschalten, kommt man automatisch in den zweiten und man hat da keine Probleme. Es kann mal passieren, wenn man wenig Kraft da reinsetzt, dass man in den neutralen Gang kommt. Das ist mir persönlich aber jetzt auch nicht so häufig passiert und ich denke mal, wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann passiert das auch eigentlich nicht. Wenn wir jetzt einmal bei den Fußrasten sind, kommen wir natürlich auf die andere Seite. Und das hier ist meine Hinterradbremse. Ich bin jetzt im ersten Gang, deswegen kann ich das Hinterrad jetzt leider nicht drehen, sonst würde ich es einmal zeigen. Aber ich kann ja so weit das Rad drehen. Sobald ich hier aber drauf drücke, geht das nicht mehr. Also da ist die Bremse blockiert und das ist die Hinterradbremse. Das hier ist dann quasi die komplette Bremsseite. Wir arbeiten uns dann jetzt von hier unten hoch zum Lenker, denn das hier ist nämlich auch meine Vorderradbremse. Also wenn ich bremsen will, muss ich quasi nur meine rechte Körperhälfte ansteuern. Dann bremse ich sowohl mit der Hand als auch mit dem Fuß. Und dann kann ich das Fahrzeug mit beiden Bremsen verzögern. Wenn wir einmal dabei den Griffen sind, gehe ich natürlich mal wieder auf die andere Seite und komme hierzu. Denn das ist meine Schaltseite. Hier ist meine Bremsseite. Das ist meine Schaltseite. Hier habe ich nämlich die Kupplung. Das ist quasi wie beim Auto. Da habt ihr ein Kupplungspedal. Hier habe ich die Kupplung in der Hand. Und dann Schaltung halt am Fuß. Das ist quasi genau andersrum wie beim Auto. Da hast du ja die Schaltung in der Hand, die Kupplung am Fuß. Hier hast du die Kupplung in der Hand und die Schaltung am Fuß. Wichtig dabei ist einfach, dass ihr halt immer voll durchkuppelt und dann die Gänge einwechselt. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Jetzt sind wir auch eigentlich in Neutral. Genau. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Aber beim Fahren sollte man schon kuppeln und dann erschalten. Kann man auch ohne, aber da muss man halt gucken, wie das ist mit der Drehzahl vom Motor. Das ist ein bisschen umständlicher, ne? Sag ich mal so. So, setzen wir uns auf dem Motorrad drauf. Holen wir mal einen Schlüssel raus. Das hier ist der Tank, den könnt ihr einfach aufmachen. Da, ich habe jetzt nicht mehr so viel drin, zwei Striche noch von fünf. Der Tankmann rein. Schlüssel kommt hier ins Schloss. Ich habe jetzt gerade kein Lenkradschloss drin, aber natürlich könnt ihr auch runterdrücken. Einlenken, Lenkradschloss reinmachen, rausmachen. Jetzt kann man den Lenker nicht mehr bewegen. Das hat eigentlich jedes Motorrad, außer so sehr alte oder, weiß ich nicht, Supermodus haben das teilweise, glaube ich, auch nicht. Aber das hat normalerweise jedes Motorrad. So, jetzt haben wir einmal die beiden Seiten mit den ganzen Bedienelementen. Das sieht am Anfang erstmal, finde ich, ein bisschen freaky aus, wenn man nicht genau weiß, was das alles ist. Ich mache das Motorrad einmal an, damit ich auch direkt die ganze Lichtkirmes habe quasi. Also, die beiden Hebel habe ich ja gerade schon erklärt. Also, am rechten Griff ist das Gas. Das kennt man ja, denke ich mal, da brauche ich nicht viel zu erklären. Viel aufdrehen, viel Gas, wenig aufdrehen, wenig Gas. So einfach ist das. Bleiben wir direkt bei der rechten Seite. Hier habe ich nämlich meinen Elektrostarter. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Motorrad einmal ausschalte, kann ich hier drüber das Motorrad erstmal nicht anschalten, weil bei meinem Motorrad ist das so. Ich muss erst kuppeln, dann kann ich den Knopf drücken und dann geht das Motorrad auch an. Das ist wie gesagt mein Starterknopf und da drüber der rote, das ist mein Notaus. Wenn ich den jetzt anmache, bleibt die Zündung an, aber der Motor geht aus. Das hat einfach nur den Grund, denn es gibt ja auch Fälle, wo du mit dem Motorrad beispielsweise verunfallst, in dem Gang bleibst und dann dreht sich das Hinterrad die ganze Zeit mit. Da kann dein Bein eingeklemmt sein, das Motorrad kann dann quasi von selber wegfahren, das ist auch möglich, sich die ganze Zeit im Kreis drehen und über diesen Notaus
ist es halt viel schneller als jetzt über den Schlüssel, weil da muss ja erstmal irgendwie ein Schlüssel kommen und den drehen. Notaus machst du einfach zack und die Maschine ist aus. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht genau, was da genau technisch funktioniert. Das könnte sein, dass dann Funken weggenommen wird. Das könnte sein, dass, ne, alle möglichen Sachen könnten sein. Müssen wir nochmal reinlesen, aber dadurch geht halt einfach der Motor aus. Das war es tatsächlich schon von der Seite von meinem Motorrad. Mein Motorrad ist von 2007, das ist schon ein bisschen was älter. Deswegen hat das hier nicht so viele Armaturen. Auf der linken Seite ist quasi unsere Licht- und Signalseite. Also hier könnt ihr euch denken, ist die Motorseite. Da macht ihr den Aus, An und Gas. Und hier ist die Signal- und Lichtseite, denn hier stellen wir einmal um zwischen Abblendlicht und Fernlicht. Also seht ihr auch da, wenn ich umschalte, aber auch leicht am Boden, denn es ist noch zu hell, dass man das, oh doch, da vorne am Mülleimer sieht man das vielleicht ein bisschen, aber es ist noch zu hell, dass man das vernünftig sieht, aber das hier ist Abblendlicht und das hier ist Fernlicht. Wenn wir direkt dabei sind, hier habe ich so einen ganz kleinen Nupsi, so einen orangenen, wenn ich den betätige, dann blinkt einmal das Fernlicht auf, das ist quasi wie Lichthupe, dann kann ich einmal tippen. Dann blinkt mein Licht, also so oft wie ich hier tippe, blinkt mein Fernlicht auf und damit kann ich Leuten signalisieren, hier komm, fahr oder lass mich durch oder was man auch immer signalisieren will. Das hier links ist der Blinker. Da hat man einmal natürlich Blinker links, Blinker rechts. Wenn man diesen Blinker wieder ausschalten möchte, bringt das nichts, den nochmal nach rechts zu machen oder nach links. Dann geht nämlich der linke Blinker an, seht ihr ja die ganze Zeit. Ihr müsst da reindrücken. Das ist eigentlich bei jedem Motorrad gleich. Es gibt welche, die haben das über einen Kippsensor, dass der Blinker dann automatisch ausgeht. Das ist aber nur diese Hightech-Mytech-Dinger, das hat mein Motorrad nicht. Also, ihr drückt den Blinker, das Ding blinkt so lange, bis ihr hier drauf drückt und den Blinker ausmacht. Dann ist auch wieder Sense, dann ist es auch wieder aus. Hier habe ich die Hupe. Wenn ich einmal drücke, hupt das Motorrad. Und das ist, denke ich mal, ziemlich selbsterklärend. Hier habe ich einen Knopf, das ist meine Warnblinkanlage. Wenn ich die anmache, dann bleibt der Knopf auch an. Und dann seht ihr, beide Blinker blinken, sowohl vorne als auch hinten. Nach hinten gehe ich jetzt mal nicht, weil, ne, wenn vorne blinkt, blinkt auch hinten im Normalfall. Genau, das ist meine Warnblinkanlage. Das war es eigentlich schon soweit zu den Armaturen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich gerne in die Kommentare. Aber mehr Armaturen habe ich hier eigentlich nicht. Das hier sind zwei Behälter, in denen sich Flüssigkeiten befinden. Und zwar ist es einmal die Bremsflüssigkeit und einmal die Kupplungsflüssigkeit. Denn ich habe eine Hydraulikkupplung und die funktioniert auch über Hydrauliköl. Und ich habe auch hydraulische Bremsen, die funktionieren ebenfalls über Hydrauliköl. Es gibt Motorräder, die haben Kupplungen mit Seilzug. Bremsen mit Seilzug bestimmt auch noch, aber das ist ja schon die sehr alte Generation. Eine Hydraulikbremse ist heutzutage auf jeden Fall Standard. Hydraulikkupplung, ja, kann man haben, muss man aber nicht unbedingt. Die beiden Spiegel sollten so eingestellt sein, dass wenn ihr in der normalen Fahrposition seid, dass ihr immer noch ein bisschen was von eurem Arm sieht. Das kann man leider tatsächlich nicht vermeiden. Aber dann, dass ihr quasi, ja, wie soll man das sagen, zwei Drittel nicht Arm und ein Drittel Arm. Also der linke, also so bis hier, solltet ihr die Straße sehen und in dem Teil hier solltet ihr euren Arm sehen. Das ist halt, ne, damit ihr, weil man kann das ja auch natürlich so einstellen, dass man seinen Arm nicht mehr sieht, aber dann sieht man von dem rückwärtigen Verkehr auch nicht genug, weil man kann ja auch beim Fahren einfach mal den Arm hoch machen oder so gucken, dann hat man nämlich hier eine bessere Sicht. Ich hoffe, das sieht man im Video. Aber ja, wenn man das nicht macht, wenn man die direkt nach außen stellt, dann sieht man halt überhaupt nicht, was nah an einem dran passiert. Deswegen ist das auch noch wichtig. So, was kann man an einem Motorrad alles kontrollieren? Also, wir haben erstmal die allgemeinen Beleuchtungseinrichtungen im Display. Wenn man einmal die Zündung anmacht, sieht man eigentlich schon, was alles leuchten kann. Fernlicht haben wir noch und die Blinker haben wir noch. Wir haben eine Ölanzeige, ABS-Anzeige, neutral, dann Wassertemperatur, Öltemperatur, wenn das alles leuchtet. Am Anfang ist gut, wenn es wieder ausgeht, ist noch besser. Wenn es nicht ausgeht, sollte man vielleicht mal schauen, ob es dem Motorrad soweit gut geht. Ich weiß nicht, ob man das hört. Bei mir ist gerade der Lüfter angegangen. Ich habe nämlich gerade die Grundfahraufgaben hier abgefilmt. Deswegen hatte ich Motorrad viel an, wenig schnell gefahren. Und jetzt kühlt er sich gerade runter. Das ist aber halb so wild. Dann macht er einfach die Zündung aus, Kühlung aus. Aber ich fahre jetzt auch gleich wieder nach Hause. Dann wird das Motorrad auch nochmal selber vernünftig gekühlt. Genau. Also, dann haben wir die Beleuchtungseinrichtungen hier vorne kontrolliert. Das ist alles gut. Blinker können wir kontrollieren. Das haben wir gerade schon gemacht. Indem wir einfach Warnblinkanlage anmachen, wenn es eins hat. Wenn nicht, einmal rechts, einmal links blinken und gucken, ob die Blinker sowohl vorne als auch hinten blinken. Wir haben in einem Motorrad Scheinwerfer. Üblicherweise ein oder zwei Standlichter, die sind da bei mir verbaut. Ein Abblendlicht und ein Fernlicht. Ne, genau andersrum. Das ist mein Abblendlicht, das ist mein Fernlicht. Ist ja auch wurscht. Aber die kann man auch alle auf Funktionalität überprüfen, bevor man die Fahrt antritt. Das ist auch wichtig, wenn ihr in der Prüfung gefragt werdet, was habt ihr alles für Beleuchtungseinrichtungen. Ihr habt Standlichter, ihr habt Abblendlichter und ihr habt Fernlichter. Manche haben natürlich auch noch Tagfahrlichter, aber dafür ist mein Motorrad zu alt. Das hat es dann nicht mehr.
Bei einem Motorrad könnt ihr, wenn wir gerade vorne sind, noch einmal kontrollieren, ob der Reifen genug Profil hat. Mein Reifen ist jetzt ziemlich neu. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal gucken, da habe ich den selber gewechselt. Das ist noch ziemlich neu, da ist noch alles gut. Darüber hinaus kann man hier die Bremsscheibe kontrollieren als solche und man kann gucken, ob das Beläge noch genug Belag haben. Ne? Das kann man alles hier vorne machen und wenn man da durch ist, dann hat man hier auch eigentlich alles, was man kontrollieren kann, denn man kann sich die Gabel noch angucken, aber als Laie hat man da jetzt nicht unbedingt so die Ahnung und muss auch zugeben, ich persönlich habe da jetzt auch nicht so die wirkliche Ahnung, deswegen sollte man Gabeln eigentlich immer in der Werkstatt kontrollieren lassen. Dann haben wir das hier alles soweit abgeschlossen, ich habe das alles erklärt, was man da kontrolliert. Wir gehen einmal nach hinten. Hier können wir nämlich einmal kontrollieren, wie viel Spiel wir in der Kette haben. Das ist jetzt ganz gut, würde ich mal behaupten. Für manche sagen wahrscheinlich, das ist zu viel, manche sagen, das ist zu wenig. Da geht die Meinung auch immer so ein bisschen auseinander. Aber ich persönlich würde jetzt mal behaupten, dass das gut ist. Wenn nicht, kann ich das auch selber nachspannen über dieses Ding hier. Da muss man alles ein bisschen verschieben. Das ist alles kein Problem. Aber das muss man halt auch gegebenenfalls mal kontrollieren. Darüber hinaus sollte man auch die Abnutzung kontrollieren. Sowohl von dem Zahnrad, von dem Ritzel, als auch von der Kette selber. Aber das würde ich euch auch lieber raten, in der Werkstatt machen zu lassen. Denn dann, da braucht man halt auch ein bisschen Ahnung, ein bisschen Auge für. Genau. Hinterreifen muss man natürlich auch kontrollieren, ob der genug Profil hat. Der ist auch noch recht neu, sag ich mal. Der ist auf jeden Fall auch noch gut. Die Beleuchtungseinrichtungen am Heck sind ähnlich aufgebaut wie die vorne. Wir haben einmal einen Reflektor, der muss einmal da ganz und sauber sein. Dann haben wir eine Rückleuchte, wo halt sowohl Abblendlicht als auch Bremslicht drin ist. Und wir haben einmal zwei Blinker, die halt auch funktionieren müssen. Und natürlich das Kennzeichen, was dann auch sauber und intakt sein muss. Hier auf dem Hinterrad haben wir natürlich ebenfalls eine Bremse. Wir haben Bremsbeläge, da können wir sowohl halt den Belag als auch die Bremsscheibe kontrollieren. Und das war eigentlich auch soweit alles, was man kontrollieren kann. Man könnte natürlich immer noch schauen, ob das Motorrad undicht ist, ob irgendwo Bremsflüssigkeit ausläuft. Und ne, aber wenn das schon soweit ist, dann ist eh zu spät, dann sollte das Ding ganz schnell in eine Werkstatt und dann soll man das auch mal kontrollieren lassen. So, was haben wir denn für Flüssigkeiten, die in so einem Motorrad laufen? Wir haben einmal sowohl die Bremsflüssigkeiten, als auch die Kupplungsflüssigkeit, als auch das Öl und die Kühlflüssigkeit. Das kann man natürlich alles kontrollieren. Dann fangen wir erstmal an hier an den Flüssigkeiten, die hier oben sind, die ich auch gerade schon mal erwähnt habe. Hier ist die Bremsflüssigkeit vorne drin, die ist noch klar. Hier ist eine kleine Luftblase, das heißt, die ist auch noch voll genug. Das ist alles 1A. Das ist die Kupplungsflüssigkeit, die ist nicht mehr so klar, das ist aber hier auch okay. Hier ist so die Luftblase, die ist noch über dem Lower-Siegel hier. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennt. Das heißt, das hier ist auch alles tippitoppi. So, Öl kann man hier kontrollieren, in diesem kleinen Fensterchen. Denn da ist es wichtig, dass das Öl zwischen diesen beiden Ständen ist. Das ist einmal leer und voll. Und wenn das dazwischen ist, ist das alles gut. Aber das würde ich jetzt mal behaupten, sieht auch so an sich ganz gut aus. Sieht man jetzt halt leider nicht so gut wegen dem Licht. Da habe ich aber erst vor kurzem gewechselt. Durch das kleine Fensterchen hier kann man sich den Stand der Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse angucken. Komme ich jetzt leider auch nicht gut rein, weil es schon so dunkel ist. Deswegen sieht man das nicht so gut. Aber da kontrolliert man halt den Stand der Hydraulikflüssigkeit der Hinterradbremse. Dann haben wir, wie gesagt, noch die Kühlflüssigkeit des Motors. Ja, wo man den Wasserstand von meinem Fahrzeug hier abliest, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht zeigen, weil ich habe ja die Vollverkleidung, die ist normalerweise nicht mit dem Teil hier verkleidet und deswegen sieht man das jetzt nicht, wenn die so angebracht ist, aber normalerweise kann man den Kühlmittelstand auch an dem Motorrad ablesen. Joa! Ich würde tatsächlich mal behaupten, dass es das erstmal das Wichtigste gewesen ist, was man wissen sollte über so ein Motorrad. Also Reifen immer kontrollieren, Bremsen immer kontrollieren, Kette immer kontrollieren, die Lichter kontrollieren, gucken, ob da vorne alles funktioniert, wissen, was die Armaturen machen. Dann hat man eigentlich schon die halbe Miete und die ganzen Feinheiten, wann man worauf achten muss, wie man die Reifen wechselt, sollte man, also kann man wissen, muss man aber nicht. Wann man die aber wechseln muss, wann man die Kette wechseln muss und so, ne, da muss man sich alles belesen, das kommt alles mit der Zeit, also alles easy. Jetzt würde ich sagen, habt ihr schon mal so ein kleines Bild darüber, was man so alles in allem wissen muss. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß nicht genau, wie lange das geworden ist. Ich habe viel geredet, wenig gecuttet wahrscheinlich. Aber das hat mir trotzdem Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Und ja, ich bin dann jetzt fertig soweit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Crispy Rider.